März 2020. Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Wie geht die Menschheit damit um und was macht es mit unserem Leben? Dazu begleiten wir heute einen zufällig ausgewählten Mitmenschen. Bei seinem hoffentlich aufregenden Tag. Wie nennen wir ihn? Marvin. Nein, Julian passt besser. Julian Zimmermann. Eine kleine Pandemie hält den pflichtbewussten jungen Mann nicht davon ab, zu arbeiten. Voller Elan startet er in eine neue, erfolgreiche Arbeitswoche. Ein aufregender Tag neigt sich dem Ende zu. Auch wenn Julian liebend gerne Überstunden macht, packt er heute seine Sachen pünktlich zusammen und verlässt den Arbeitsplatz. Eigentlich eine ganz gute Story. Und Julian hat doch bestimmt noch mehr zu bieten. Vielleicht lohnt es sich ja, morgen wieder vorbeizuschauen. Ja, pünktlich wie immer genießt unser Hauptdarsteller Julian seinen Feierabend. Julian hält nicht viel davon, seinen Feierabend allein auf der Couch zu verbringen. Schließlich ist heute Freitag und freitags geht er für gewöhnlich in seinen Stammbiergarten. Und der beste Biergarten befindet sich freilich in seinem Heimatort in Bayern. Aber er übertreibt es nicht. Julian ist verantwortungsbewusst. Deshalb belässt er es bei einem Bier. Julian hat durch seine spezielle Art das Interesse seiner Nachbarin geweckt. Nennen wir diese in der Geschichte einfach mal Lena. Lena würde gerne mehr über Julian erfahren. Täglich lernt Lena ihren Nachbarn Julian näher kennen. Sie weiß mittlerweile, dass Julian viel Wert darauf legt, sich fit zu halten. Zielstrebig und entschlossen wird er seinen Adoniskörper wieder mal in Bewegung setzen. Heute sogar bei offenem Fenster. Dass Lena ihre neugierigen Blicke nicht zurückhalten kann, dürfte ihr also niemand übel nehmen. Nichtsahnend übt er vorbildlich seine 12 Wiederholungen pro Satz aus.
Er ist pflichtbewusst, verantwortungsvoll, sportlich und somit auf allen Ebenen perfekt. Für Lena steht fest, Julian ist zweifellos der Mann, von dem sie immer geträumt hat. Doch wie soll sie es schaffen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen? Das Verlangen danach, Julian persönlich kennenzulernen, ist groß. Doch Lena ist frustriert. Denn wie soll man unter diesen Umständen an einen so viel beschäftigten Mann wie Julian rankommen? Es bleibt ihr vorerst nichts anderes übrig, als ihn bei einer seiner weiteren Begabungen zu bewundern. Julian weiß, wie er sein Geld effizient anlegen kann. Stopp! Julian ist doch vernünftig. Also raucht er auch nicht. Lena hat eine zündende Idee. Denn trotz seines erfüllten Lebens wünscht sich Julian Gesellschaft. Gerade in dieser beengenden Zeit. Wo findet man Kontakte einfacher als im Internet? Lena schöpft neue Hoffnung. Die Sonne scheint hell und warm auf Julians Gesicht, während er sich eine Pause auf seiner Fensterbank erlaubt. Lena gibt sich einen Ruck und wartet ungeduldig auf Julians Reaktion. Jedoch versinkt Julian beim Anblick des strahlend blauen Himmels in Gedanken. Zu gern würde er den Nachmittag bei diesem Wetter in seinem großen, ruhigen Garten abseits der Straße verbringen. Zum Glück muss Lena nicht lange warten. Sie kann es kaum fassen, dass sie endlich die ersten Worte mit Julian austauscht. Nach tagelangem Hin- und Herschreiben hat Julian endlich einem Treffen mit Lena zugesagt, sobald die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Heute ist der große Tag. Julian, der kleine Romantiker, steht schon seit Stunden in der Küche. Lena freut sich bereits auf das Gourmetessen, das der geborene Fünf-Sterne-Koch gerade für die beiden zubereitet.
Das Treffen läuft aber überhaupt nicht wie geplant. Lena ist schlecht gelaunt und sucht nach einer Ausrede, diesem Horror-Date ein Ende zu setzen. Schließlich packt sie ihre Sachen und geht. Doch Julian macht sich keine Sorgen. Er weiß, dass das sowieso nicht die richtige Frau für ihn ist. Du wirst schon auch merken, dass deine Seelenverwandte wirklich nur ein Fenster entfernt ist. Diese Nachbarin, nennen wir sie mal Anne, hat sich bereits 6 Wochen gedulden müssen. Und ich kann es kaum erwarten, meine Chance bei dir zu bekommen.